Hallo Leute und willkommen beim zweiten Teil von meiner Plätzchen-Serie. Heute ist ja das erste Mittwochsvideo und wir machen heute wieder eine Variation der Butterplätzchen. Wir machen diese heute allerdings nicht mit Schokolade, sondern füllen sie innen mit Marmelade. Ich habe hierzu Weintraubengelee und Erdbeermarmelade. Und hiermit werden wir die Plätzchen dann füllen. Wir beginnen wieder wie am Sonntag auch. Wir rollen zuerst den Teig aus, dazu entnehmen wir ihn zuerst aus der Folie, nehmen uns die Hälfte davon, kneten ihn etwas, damit er leicht warm wird, um ihn besser ausrollen zu können. Solange er noch zu stark bröselt, ist er noch etwas zu kalt. Nun dürfte er passen. Wir drücken ihn also wieder etwas platt, nehmen unsere zwei Hölzer, geben etwas Mehl darüber und rollen dann erst leicht und dann etwas kräftiger. Nun hat er eine gleichmäßige Dicke. Wir haben hier nun zwei Plätzchenformen, eine etwas größere und eine etwas kleinere. Wir brauchen dies nun einmal als Boden und dies nun einmal für oben drauf. Ich werde das hier mal darstellen. Wir nehmen also den Boden, backen ihn genauso wie das obere Teil, bestreichen es dann mit Marmelade und legen es oben drauf. Und schon haben wir gefüllte Plätzchen. So werde ich nun mal ein paar ausstechen. Ich habe die Plätzchen nun fertig ausgestochen. Das ist hier übrigens eine Silikonbackmatte, die gab es mal beim Aldi. Damals hatten sie auch diese Silikonpralinenformen, dazu habe ich ja schon ein Video gemacht. Das werde ich euch natürlich mal verlinken am Ende des Videos. Und nun werden wir sie mal backen. Die Plätzchen kommen nun bei ungefähr 160 Grad für ca. 10 Minuten in den Ofen. Die Plätzchen sind nun ausgekühlt. Man sieht, diese hier sind etwas zusammengeschoben, weil sich die Folie hier etwas aufgestellt hat. Das stört uns aber nun nicht weiter. Wir werden nun mal die Folie vom Backblech entfernen. Ich habe hier nun auch schon mal die Böden von der Folie genommen und diese werden wir nun mit Marmelade bestreichen. Ich habe hier einmal Erdbeermarmelade. Ich nehme hier etwas, gebe es auf einen Boden und streiche es dann an den Rand, sodass in der Mitte ein etwas größerer Haufen bleibt. Hier habe ich noch Gelee, Weintraubengelee. Es ist etwas fester, deswegen muss man jetzt etwas mehr rühren. Das war jetzt etwas unglücklich, aber ich gehe hier nach dem gleichen Muster vor. So werde ich nun nach und nach alle Plätzchen bestreichen. Die Plätzchen sind nun alle mit Marmelade bestrichen und wir nehmen nun die Deckel. Diese werden wir noch mit Puderzucker bestreuen. Ich schiebe sie dazu etwas zusammen, gebe etwas Puderzucker in einen Sieb und drücke diesen dann mit dem Löffel durch. Das mache ich so lange, bis ich eine schön gleichmäßige Puderzuckerschicht auf dem Plätzchen habe. So, damit kann ich nun halbwegs leben. Ich nehme nun einen Boden und einen Deckel und drücke diese aufeinander. Das mache ich nun mit allen Plätzchen so. Die Marmelade verfestigt sich nun an den beiden Druckstellen von Deckel und Boden. So sieht das Ganze nun aus, wenn es fertig ist. Man sieht hier, wenn man etwas zu viel Marmelade hatte, drückt sie diese etwas am Rand raus, ist aber nicht weiter schlimm. Ihr könnt nun noch eine Stunde warten, bis sich das Ganze etwas gefestigt hat und die Plätzchen dann genießen. Das war's dann auch schon wieder von den Butterplätzchen mit Marmelade. Man sieht hier, die Marmelade mit den Erdbeeren und Weintrauben bilden hier einen schönen Kontrast. Ich wünsche euch nun viel Spaß beim Nachmachen, lasst es euch schmecken und ich würde mich freuen, wenn wir uns dann am zweiten Advent wiedersehen.